Der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Damen und Herren, ich begrüße Sie heute ganz herzlich in Moosach vor St. Martin, zusammen mit dem Pfarrer von Moosach, Martin Kambensi. Herr Pfarrer, das wäre ja dieses Jahr äußeren Einflüssen gehorchend ein Ostern, wie es das in der Kirche, glaube ich, soll schon lange nicht mehr gegeben hat. Kann ich mich nicht erinnern. Also ich habe ja einen Krieg auch nicht mehr erlebt. Und ich weiß jetzt, ob es im Krieg vielleicht einmal ähnliche Situationen gegeben hat. Aber wenn, dann ja auch nicht weltweit. So wie das jetzt ist. Das ist uns ja oft gar nicht bewusst, dass das jetzt nur hier in Deutschland ist, sondern dass das auf der ganzen Welt sind Leute ins Ei kastelt. Ja. Wie macht man das dann? Ich meine, es ist ja oft so, dass erst eine Situation kommen muss, wo man dann nicht darf, um zu sehen und festzustellen, was man eigentlich gern hätte. Ne? Nämlich diese Gemeinschaft, die man doch im Gottesdienst manchmal spürt. Ne? Das ist was Interessantes. Das kennt man in der Musik auch. Wenn manchmal Pausen sind oder was ganz leise ist, dann unterstreicht es auch wieder was. Und so ist es jetzt auch. Das ist eine Zeit, in der wir ganz ruhig sind und dann doch wieder Neues entdecken können. Also insofern hat das auch was Gutes. Also das Osterfest ist ja das Höchste in der katholischen Kirche. Ist das Höchste, ja. Ja, ja. Was macht man da, wie bietet man da Ersatz? Also Gott sei Dank leben wir auch in einer Zeit, wo jetzt momentan die ganzen Medien und die neuen Kommunikationsmöglichkeiten funktionieren. Wir produzieren sozusagen per Video oder Audio Impulse. Wir hängen viel aus, die Kirchen sind ja offen, die Leute können kommen, können sich Gedanken mitnehmen und können, da kann man auch was entdecken aus der Urchristenheit, zu Hause Hausgottesdienste feiern. So haben wir mal die Urchristen ja auch miteinander angefangen. Also da muss man gar kein Weih haben, also braucht es keine höheren Weihen, dass man was machen kann. Nein, braucht man nicht. Und Kraft Taufe und Firmung darf man auch segnen. Also ich empfehle den Leuten auch an Gründonnerstag ein Brot zu nehmen und auch Brot zu teilen, zu brechen und vorher zu segnen. Das heißt also, das ist auch diese urchristliche Aussage in der Heiligen Schrift, Neues Testament, wo sich mehr als zwei in meinem Namen versammelt haben, bin ich mitten genau unter ihnen. Ja, so. Das ist tatsächlich. Ja, das gilt schon. Der Segen Gottes geht weiter. Das ist auch das, was man mit dem bisschen altmodischen Begriff der geistlichen Kommunion versteht. Klingt ein bisschen furchtbar altzopfert, aber da ist schon was dahinter. Ja, das ist ja nicht bloß Hokuspokus, was wir da machen, sondern das schafft tatsächlich Gemeinschaft und Verbindung. Ja. Jetzt wird es vielleicht gleich das Leiten anfangen. Dann, ja, das war fürs Leiten anfangen, weil dann müssen wir ein bisschen lauter. Ich finde es ja schön, wenn solche Klänge dann praktisch so ein Interview unterstreichen. Ich möchte mit Ihnen auch nur noch kurz eines besprechen. Ich erinnere mich als Kind noch an diese Frühmessen, an diese Frühmesse am Ostersonntag. Und da hat es dann immer eine Weihe von Speisen gegeben. Eier, der Meerrettich ist geweiht worden, Schinken ist geweiht worden und der Osterfladen. Gibt es so eine Weihe dieses Jahr auch? Kann man so eine Fernweihe durchführen? Oder muss man es wirklich zu Hause im kleinen Kreis der Familie machen? Ja, die Speisenweihe ist tatsächlich etwas, was man zu Hause machen muss. Wir geben den Leuten natürlich dann auch per Internet oder per Zettel Arbeitshilfen, wie sie das daheim schön machen können. Wir empfehlen das auch. Die sollen richtig ihre Osterkörbchen zusammenstellen mit all dem, was da reingehört. Also wie gesagt, Eier, Fleisch, Meerrettich und so weiter. Und sollen das auch zelebrieren zu Hause. Weil hier dürfen wir es nicht. Das ist schwer zu handeln aus hygienischen Gründen, wegen der Ansteckungsgefahr. Aber das geht auch so über die Ferne. Ich verstehe. Und halten Sie dann auch so eine Osterpredigt übers Internet? Gibt es was auch solche Pläne oder ist das noch Zukunft oder wie muss man sich das vorstellen? Die Nutzung, Sie haben ja vorher darüber geredet. Ne? Ich habe ein bisschen den Eindruck, es gibt fast schon ein bisschen zu viel. Was ich hier mache, ich spreche für die Kinder ein paar Texte auf. Also Audiodateien, die Sie sich daheim anhören können. Das habe ich jetzt schon ein paar am Sonntag gemacht, habe ich tolle Rückmeldungen gekriegt, dass sich die wirklich in der Familie dann zusammensetzen. Ich werde eine Passion für Kinder auch machen, auch für Erwachsene. Direkte Fernsehübertragungen machen wir nicht, aber ich habe so im Internet so ganz kleine, so 1-Minuten-Impulse, damit die Leute ja auch ihren Pfarrer sehen und so ein bisschen auch eine Verbindung hergestellt bleibt. Es gibt ja, sagen wir vor kurzem, Religionslehre erzählt, einen Heiligen gegen anfliegende Krankheiten. Wissen Sie, wer das ist? Also es ist ja viel diskutiert worden über die heilige Corona. Und die soll auch
Also das habe ich jetzt irgendwo mal doch gelesen, dass die tatsächlich früher auch einmal für Seuchen angerufen wurde. Ansonsten waren ja sonst die typischen Pestheiligen, der Sebastian und genau. der Rochus. Ja, ja. Der heilige Sebastian ist der Heilige gegen anfliegende genau. Krankheiten. Ja. Ja. Und das ist ja bei Tröpfcheninfektion ist es ja eine. Haben Sie denn jetzt für die Zeit danach sowas wie eine Prozession oder eine Wallfahrt geplant oder sowas? Ja, momentan können wir das nicht terminieren, aber mir schwirrt es die ganze Zeit schon im Kopf. Ein großes Corona ist vorbei Fest. Das müssen wir hier mit dem Stadtviertel aufziehen, mit Kultur, mit Festgottesdienst, mit vielen Dingen, die schon vorbereitet sind. Sowas müssen wir ganz unbedingt machen. Auch als Dank für die vielen Helfer und Helferlein. Ja, wir haben zum Beispiel auch Leute, die so Masken basteln und so. Also das ist doch großartig. Und da brauchen wir ja wirklich ein schönes Fest. Jetzt wissen wir halt bloß allerdings noch nicht, wie lange das dauert. Man muss nur erwarten können. Geduld braucht man sowieso. Genau. Dann machen wir mal eine kleine Pause und dann möchte ich Ihnen noch zwei Gemeindemitglieder vorstellen. Also nicht bloß sozusagen den Seelsorger, sondern auch die Beseelsorgen. Und mit denen, da sehen wir uns dann gleich wieder. Der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Es ist eine seltsame Situation, Damen und Herren, wenn man praktisch jetzt mit drei Leuten reden will und die 2 Meter Abstand halten müssen. Für mich auch völlig neu. Also, wir sind heute bei St. Martin, rechts der Mesner. Dann ein Herr aus dem Pfarrgemeinderat, oder wo sind Sie her? Sie sind? KAB, katholische Arbeitnehmerbewegung. Also praktisch derjenige, der hier arbeitet. Und Sie sind praktisch für die Bausubstanz zuständig. Unter anderem. Ja. Und fürs Geld. Also praktisch Kirchenpfleger, oder was? Ja, nein, ich bin in Kirchenverwaltung. Aha. Und Kirchenbauverein. Also Kirchenbauverein, der macht hauptsächlich zur Erhaltung der Bausubstanz, tut aber auch namhafte Caritas mitspondern, also auch soziale Sachen, finanziert den Kindergarten mit einmal ein neues Spielgerät, kostet gleich eine fünfstellige Summe, so ein neues Spielgerät. Ja. Aber ihr kriegt es gut beieinander. Also ja, sicherlich. Und wir wollen auch, wenn wir vielleicht noch Glück haben, hier mal neu bauen. Neu bauen? Also, jawohl. Endlich mal ein Pfarrgemeinderat, die im Wachsen ist. Oder? So ja, ist es. Und ich betreibe das schon seit 20 Jahren, bin in der Kirchenverwaltung und wir sind nahe dran und vielleicht wird es noch was, vielleicht erlebe ich es noch. Okay. Und ansonsten muss die nachgehende Generation da anschieben. Wie geht es denn dieser mit Ostern? Ja, Ostern ist sehr ungewohnt einfach. Wie gesagt, Ostern findet ja trotzdem statt und man muss halt jetzt in den gesamten Feiern zu Hause bleiben. Man kann sie über die Medien mitverfolgen, man kann selber mal in der Bibel lesen, man kann zum Beispiel eine Bachsche Passion anhören statt der Karfreitagsliturgie. Einmal was ganz was anderes. Das ist auch eine Chance, würde ich sagen. Okay. Sie als Arbeitnehmervertretung haben Sie eine Bibel daheim? Wenn heißt das ja, nicht? Ja, sicherlich haben wir eine Bibel daheim und eine ordentliche Übersetzung. Und wir lesen nicht oft aus der Bibel zu Hause, weil wir doch normalerweise in die Kirche gehen, aber doch dann zu Weihnachten oder Heil drei Könige sind bislang die Tage oder die Zeiten, wo wir zu Hause daraus lesen. Und dieses Jahr kommen auf alle Fälle Ostern dazu, wo wir daraus lesen, dass man zumindest ein bisschen an der Bibel auch einen Anteil hat, der Ostern rein wirkt, weil ja Ostern anders ist, nicht weg ist, aber einfach anders ist und zu Hause ist und die Familie uns verbindet. Hier ist ja normalerweise Zusammenkommen. Gell? Jetzt muss man genau. So zusammenkommen, dass man eigentlich auseinander ist. Also genau so ist es. Ja, ja. Und darum muss man sich ein bisschen selber behelfen, kriegt man auch ganz gut hin. Und Kommunikation mit Verwandtschaft, die man normalerweise auch zu diesen Festtagen hat, machen wir halt dann über Videochat, was heute ja alles möglich ist, sodass man hier sich nicht ganz aus den Augen verliert und das eine oder andere Schriftstück oder Ostern war für Sie immer Anlass, dass man Leib sucht hat? Auf alle Fälle. Sowohl also in der Kirche, dass man da die Pfarrei getroffen hat, als auch dann, dass sich die Familie, unsere eigene Familie getroffen hat, als auch die ganze Verwandtschaft, die wir haben, also meine Geschwister eben mit Familien. Das findet dieses Jahr das erste Mal nicht statt. Okay. Jetzt müssen wir den Mesner fragen. Wissen Sie es dann, über Ostern ist die Kirche auf, wenn man den Kirchgeweih allein mal beten? Kirche ist jeden Tag dieselbe Stunde auf, von wann zwar bis wann? Ohne Liturgie, ja. Vom 7:30 bis 20 Uhr abends dürfen die Gläubigen rein, zu einer stillen Andacht auch teilnehmen, sich Kerze holen,
und anzünden und die liturgischen Sachen, also die Messe, führen wir mit Pfarrer alleine unter die geschlossenen Türen und wir beten für euch alle. Und Ministranten? Ministranten gibt es zurzeit nicht. Wir wirklich sorgen, dass es so weniger Kontakt zwischen Menschen hier gibt. Also ich vorbereite die Sachen, mache 2 Meter Abstand. Dann müssen Sie alles allein machen. Ich und Fahrer machen alles allein. Das ist eine Riesenarbeit. Ministrant, Mesner, Weihrauchfasselschwinger und dann Nachlegen. Ich bin sogenannte Mädchen für alles. Mädchen für alles. Und Sie müssen auch den Messwein tragen. Auch wenn der normale Tage da sind, ohne Coronavirus, bin ich auch für alles da. Wo sind Sie her? Aus Slowenien. Aus Slowenien? Ja. Steiermark, Slowenien. Steiermark, ja klar, das ist fast Österreich, aber halt doch schon. Und wie gefällt es Ihnen so im Museum? Sehr, also wie Slowenien. Gut, also, sagen Sie mal, können Sie sich noch an das letzte Osterfest erinnern? Was war denn für Sie so das Wichtigste? Oder ich möchte es mir noch weiter zurückreichen, so in der Kindheit. Was war für Sie in Ostern das Wichtigste? Was war in der Kindheit an Ostern das Wichtigste? Ja, das war das Osternest und das Osterfrühstück. Ja, da war also die geweihte Kerze vom Osterlicht genommen. Es gab klassisch Schinken, Eier, Apfel, Meerrettich und Osterbrot. Das war also ganz, ganz klassisch seit Jahrzehnten bei uns zu Hause dieses Osterfrühstück. Kennen Sie das auch noch? Kenne ich in ähnlicher Form oder eigentlich genauso. Ja, Osterfrühstück ist immer eine zentrale Geschichte in der Familie zu Ostern. Und von meiner Mutter her kenne ich das und haben wir genauso hier auch in unserer Familie weitergeführt und möchte ich nicht missen. Fällt dieses Jahr eben anders aus. Bei mir war es immer so, meine Großmutter war so das tragende Element der Gläubigkeit meiner Familie. Mit der habe ich mir in die Frühmess gehen dürfen. Dann müssen Sie sich vorstellen, dann hat meine Oma das Meerrettichglasl aufgeschraubt und die Ohren angeschlagen, damit Weich reinkommt. Kenn ich. Ja, weiß ich einen lustigen Fall, das war es auch aus der Verwandtschaft. Eine hatte einen Bärensaft und hat die Flasche aufgemacht, damit die Weich reinkommt. Zwischenzeitlich hat diese Flasche gekehrt und hat dann natürlich die ganze Kirchenwand vollgespritzt. Weil der halt das alles raus musste, ganz schnell. Ja. Meine Herren, ich bedanke mich ganz herzlich. Ich wollte jetzt auch nicht unbedingt so über diese Verbindungen zwischen Glauben und Aberglauben sprechen, aber Ihnen nur mal so eine Idee geben, wie bei uns Katholen doch das Osterfest einen so in diese Tradition des christlichen Glaubens hineinreißt, ob man will oder nicht. Kann ich das richtig gesagt? Ja. Okay. Ich bedanke mich, meine Herren, Ihnen einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Servus und für Gott. Das war der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel.